In den letzten Wochen wurde im Bundestag ein Bundeswehreinsatz nach dem anderen beschlossen. Die Botschaft ist klar. Die Bereitschaft zum Einsatz zur Waffengewalt ist für die deutsche Außenpolitik zur Normalität geworden. Als Abgeordnete der Linken möchte ich nicht verhehlen, dass in den letzten Wochen erstmals auch 5 Bundestagsabgeordnete Ja zu einem Kampfeinsatz gesagt haben. Ich rede hier von der Entsendung des Marineschiffs im Zusammenhang mit der Vernichtung syrischer Chemiewaffen. Es war zwar nur 5 Ja-Stimmen, aber ich sage hier ganz klar, das darf nie wieder geschehen. Und wir müssen weiter darum kämpfen, dass die Linke nicht einbricht in ihrer Friedenspolitik. Yes. Denn ich weigere mich, Krieg für normal zu halten. Und ich kann euch hier nur ermuntern, dieser Art von Normalität gemeinsam eine Kampfansage abzugeben dafür. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich habe mich vor einigen Wochen in einer Anfrage an die Bundesregierung gestellt und sie gefragt, wie viele Jungoffiziere denn in deutschen Schulen zurzeit aktiv sind. 450.000 Schüler und Schülerinnen wurden im vergangenen Jahr von Jungoffizieren oder sogenannten Karriereberatern der Bundeswehr erreicht. Allesamt im Schulunterricht. Fast 500.000 von Schülerinnen und Schülern wurde beigebracht, dass Krieg notwendig sei und ein Job bei der Bundeswehr Erfüllung und Anerkennung verspreche. Außerdem wurden Zehntausende von Lehrern mit den gleichen Inhalten umgarnt. Das Kriegsministerium sponsert großzügig Unterrichtungsmaterial, das in den Schulen als scheinbar unpolitisch vertrieben wird und ebenfalls Werbung fürs Militär macht. Der Sinn dieser Indoktrination liegt auf der Hand. Die Bundesregierung will erreichen, dass die nachfolgenden Generationen Krieg für unvermeidlich oder sogar richtig halten. Diese Manipulation muss aufhören. Schulen sind Bildungsanstalten und sollen das auch bleiben und nicht Rekrutierungsstätten für die Bundeswehr und als solche verhandelt werden. Und liebe Freundinnen und Freunde, in den letzten Wochen sind Bundeswehrmissionen in der Zentralafrikanischen Republik, in Mali, in Somalia beschlossen worden. Im Sudan stehen deutsche Soldaten ohnehin bereit. Afrika steht im Fokus und wie immer geht es zu allerletzt um Menschenrechte, sondern um Geostrategie, um Einflusszonen und um Transportwege. Das muss bei einem Land wie Somalia am Horn von Afrika muss man kaum betonen. Und es geht um die Wirtschaft bzw. ein ausreichend stabiles Umfeld zu schaffen, das den Konzernen die fruchtbare Förderung von Öl und Abbau von Metallen ermöglicht. Statt die Ursachen des Elends zu benennen, die vor allen anderen in der Ausbeutung des afrikanischen Kontinents durch westliche Konzerne liegt, werden die Konflikte befriedet. Das wird schönrednerisch, wie es so heißt. Ausbeutung schafft Armut und Unsicherheit und löst bewaffnete Konflikte aus. Und die wiederum werden dann von den westlichen Truppen oder ihren Statthaltern niedergeschlagen. Nur damit anschließend die Ausbeutung wieder ungestört weiterlaufen kann. Und so etwas will man bei uns als Friedenspolitik verkaufen. Es reicht. Wir lassen uns nicht für dumm verkaufen. Die Bundeswehr, die Militärverbände der EU und der NATO sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems und gehören abgezogen von allen Auslandseinsätzen. Ja. Und liebe Freundinnen und Freunde, wir alle schauen zurzeit mit Sorge in die Ukraine. Ich möchte hier ganz klar sagen, dass diese Absage an militärische Logik auch für die Ukraine gilt. Wohin diese aggressive Geostrategie führt, sehen wir ja. Der Westen hat tatkräftig mitgeholfen, in Kiew eine Regierung unter Beteiligung von Faschisten an die Macht zu bringen. Die Svoboda-Partei
marschiert regelmäßig zu Ehren der Waffen-SS. Und nicht erst in diesem Jahr, sondern schon seit Jahren. Nimmt sich ein Vorbild an faschistischen Terrorbanden aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und sie pflegt auch heute ein fremdenfeindliches und nationalistisches Weltbild. Es ist ungeheuerlich, dass westliche Politiker, auch der deutsche Außenminister, sich mit solchen Faschisten an einen Tisch setzen und eine solche Regierung auch noch Hilfsgelder erhalten soll. Eine Hilfe übrigens, die die Bevölkerung der Ukraine noch teuer wird bezahlen müssen, wenn die IWF die Rechnung präsentiert. Dann sind die nächsten sozialen Konflikte vorprogrammiert. Und das wäre dann ein Schreckensszenario. Es gibt in der Ukraine keine Linke, die diese sozialen Kämpfe führen könnte. Kampffähig sind dort vor allen Dingen zurzeit die Faschisten. Deswegen warne ich davor, sich unter Berufung auf Umfragen über magere Prognosen für rechtsextreme Parteien zu freuen. Ihre wahre Macht zeigen Sie zurzeit auf der Straße und wir wissen alle aus unserer deutschen Geschichte, wie schnell das auch wieder dann im Parlament enden kann. Russland ist eine Großmacht und natürlich ist auch das russische Vorgehen primär von eigenen Interessen geprägt. Aber es ist eine Folge der Machtergreifung durch eine pro-westlich-bürgerlich-faschistische Koalition in Kiew und dem Drang der NATO nach Osten, das unmittelbar an die russische Schwarzmeerflotte reichte. Für uns als Friedensbewegung zeigt sich das einmal mehr. Gegen Krieg zu sein heißt auch, gegen Faschisten und Imperialisten eine klare Karte zu zeigen. Die Ukraine muss blockfrei bleiben. Die NATO darf nicht bis unmittelbar an die russische Grenze ausgeweitet werden. Und der ukrainischen Bevölkerung darf nicht einer unsozialen, neoliberalen, sogenannten Reform ausgeliefert werden. Und liebe Freundinnen und Freunde, die Armut, die ich gerade angesprochen habe, bleibt nicht in Afrika. Hunderttausende von Menschen sind auf der Flucht, suchen Schutz in Europa. Diese Fluchtbewegung ist zu einem Großteil Resultat der fehlenden Politik der Industriestaaten. Und wieder antworten diese Industriestaaten mit Repression und Aufrüstung. Die beiden Schiffskatastrophen, wir haben sie alle noch vor Augen, vor einem Jahr in Lampedusa, mit über 500 Toten, haben europaweit große Erschütterung ausgelöst. Und dennoch sind sie nur der Eisberg der Spitze. 1988 sind über 20.000 Menschen auf ihrer Flucht nach Europa gestorben. Und das sind nur die dokumentierten Zahlen. Die Zahlen liegen insgesamt viel höher. Diese Menschen starben infolge der Abschottungspolitik der Europäischen Union. Die EU bindet das Militär immer stärker in die Flüchtlingsabwehr ein und führt mittlerweile einen regelrechten Krieg gegen Flüchtlinge. Und da müssen wir unbedingt solidarisch dagegen angehen, liebe Freundinnen und Freunde. Marine und Luftwaffe haben keineswegs nur die Funktion, Flüchtlinge aus Seenot zu retten, wie das in den letzten Tagen immer wieder kolportiert wird. Es stimmt, dass sich Flüchtlinge insbesondere auf italienischen Kriegsschiffen retten konnten. Aber deren primäre Aufgabe bleibt nach wie vor die Überwachung der Außengrenzen im Rahmen von Frontex-Operationen. Die Marineschiffe sollen zu den Lagebildern des neuen Überwachungssystems Eurosur beitragen. Also verdächtige Schiffe und Boote melden. Das Eurosur-Programm dient dazu, mit Hilfe von Flugzeugen, Schiffen, Satelliten, Drohnen und durch die Zusammenschaltung von Militär, Polizei, Geheimdiensten der EU-Staaten eine lückenlose Überwachung des Mittelmeers zu garantieren, um selbst kleinste Boote im Mittelmeer ausfindig zu machen. Wenn es gegen Flüchtlinge geht, ist der EU nicht zu teuer.
Und ganz nebenbei werden die Grenzen zwischen Polizei und Militär, zwischen Polizei und Geheimdiensten geschliffen und faktisch gibt es diese Trennung nicht mehr. Auch das ist ein Gedanke, den unsere Väter und Mütter des Grundgesetzes hatten, nie wieder Geheimdienste und Polizei miteinander kooperieren zu lassen und ebenfalls nie wieder Polizei und Geheimdienste entsprechend zusammenarbeiten zu lassen. Aber nicht nur das Militär der EU-Staaten spielt bei der Flüchtlingsbekämpfung eine immer wichtigere Rolle. Das Grenzregime wird inzwischen in den Transitstaaten Nordafrikas vorverlagert, die von der EU gezielt aufgerüstet werden. Sowohl die ägyptische als auch die libysche Küstenwache zwingen abliegende Boote mit Flüchtlingen zur Rückkehr. Auch mit Einsatz von Waffengewalt. Spanische Grenzschützer sind an Bord mauretanischer und senegalischer Marineschiffe, um zu verhindern, dass Migranten die Kanarischen Inseln ansteuern. Libyen wird von der EU gedrängt, mit militärischen Mitteln die Grenzen gegen Migranten aus den Nachbarstaaten zu schießen, auf sie zu schießen. Auch das geschieht mit Hilfe der EU, die im Moment 70 Polizisten nach Libyen entsandt hat. Kein einziges Mal haben die bislang eines der menschenverachtenden libyschen Gefängnisse besucht, in denen Tausende von Flüchtlingen eingesperrt sind. Auch das zeigt, es geht um den Kampf gegen Flüchtlinge, nicht für sie. Das Paradebeispiel für den Krieg gegen Flüchtlinge ist die griechisch-türkische Grenze. Pro Asyl berichtet immer wieder davon, dass die griechische Küstenwache Flüchtlinge zwangsweise in türkische Gewässer schleppt und ihre Boote zerstört. An der Landesgrenze bzw. an den Grenzfluss Evros wird immer wieder auf Flüchtlinge geschossen. Innerhalb eines Jahres sind 2000 Menschen illegal zurückgeschoben worden, 129 sind ertrunken und das sind auch nur die offiziellen Zahlen. Und wer es nach Griechenland geschafft hat, den erwartet dort ein perfides Lagersystem mit 10.000, 20.000 Flüchtlingen, die zum Teil bis zu 18 Monate dort inhaftiert sind. Ein funktionierendes Asylsystem gibt es in Griechenland nicht. Der politische Druck der anderen EU-Staaten auf Griechenland, seine Grenzen dicht zu machen, ist enorm. Was den menschenwürdigen Umgang mit Flüchtlingen angeht, belassen es die gleichen Politiker bei Appellen. Auch hier, die EU führt einen Kampf gegen Flüchtlinge, nicht für sie. Und das müssen wir dringend gemeinsam bekämpfen, liebe Freundinnen und Freunde. Die Rolle des Militärs in der Eindämmung von Flüchtlingsbewegungen wird immer stärker. Flucht zu verhindern, wird aber auch immer wieder als Grund für Kriegseinsätze genannt. Das war beim Krieg gegen Jugoslawien so, als Fluchtbewegungen aus dem Kosovo verhindern werden sollten. Auch bei den Interventionen in Afrika geht es darum, die imperiale Ordnung wiederherzustellen und Fluchtbewegungen zu unterbinden. Mali ist eines der Hauptherkunftsländer von Flüchtlingen, die versuchen, in die EU zu gelangen. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich erinnere nochmal daran, dass ich eingangs erwähnt habe. Die Fluchtursachen liegen zu einem großen Teil in der neokolonialen Außenpolitik der EU. Sei es die Ausbeutung der ökonomischen Ressourcen, die Zerstörung der Märkte durch die subventionierten Agrarprodukte aus der EU, die Förderung vermeintlich pro-westlicher Milizen und Regime, von den Waffenexporten gar nicht zu reden. Die EU schafft Krieg, sie erdreistet sich sogar, das als Entwicklungshilfe, Friedensmission und westliche Zivilisation zu verkaufen. Um diesen Lügen zu widersprechen,
werden Friedensdemonstrationen auch weiterhin notwendig bleiben. Es bleibt dabei. Wir werden nicht akzeptieren, dass Kriege als normales Mittel der Politik etabliert werden. Solidarität mit den Flüchtlingen und Ablehnung jedes Kriegseinsatzes bleiben für uns auf der Tagesordnung. Es lebe die Internationalität, die internationale Solidarität mit den Flüchtlingen und vor allen Dingen die Antikriegspolitik muss fortgesetzt werden. Ich danke euch. Ganz herzlichen Dank, Ulla Jelpke, und für die Flüchtlinge und für das Gedenken an die Ertrunkenen im Mittelmeer freue ich mich, hier sprechen zu hören gleich Gergishu Johannes aus Eritrea. Sie lebt schon lange hier in der Bundesrepublik. Tragischerweise war ihr Bruder mit unter den Flüchtlingen, die im Mittelmeer ertrunken sind. Sie selbst ist Vorstandsmitglied im Verein Tod im Mittelmeer 2009. Johannes, Frau Johannes, ich bitte Sie, zu uns zu sprechen. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Friedensfreundinnen und Friedensfreunde, ich finde es großartig, dass Sie sich für den Frieden einsetzen und den Krieg verurteilen. Die Militarisierung der EU-Außengrenzen erschütterte viele Menschenrechtler und auch viele NGOs. Millionen von Euros werden Monat für Monat zum Schutz der EU-Außengrenzen ausgegeben. Tag für Tag sterben Menschen, die Schutz suchen und die sofort als Asylberechtigte anerkannt werden würden, sofern sie die Überfahrt von Afrika nach Europa übers Mittelmeer überleben. Tag für Tag sind wir hier in Deutschland mit Problemen, mit Trauer und Tod konfrontiert, welche auch durch die Abschottung Europas verursacht werden. Zum Beispiel wurden Schutzsuchende auf hoher See so lange beobachtet, bis alle qualtot starben. Schutzsuchende wurden illegal auf hoher See zurückgedrängt, damit sie nicht Europa erreichten. Aber vor wem schützt man eigentlich die EU-Grenzen? Wir wissen es doch alle. Flüchtlinge sind gefährdet und nicht gefährlich. Vor wenigen Monaten war ganz Europa und die übrige Welt über den Tod von 367 Flüchtlingen erschüttert, die man hätte retten können. Ich kann Ihnen viele einzelne Namen nennen. Als Gründungsmitglied des Vereins Tod im Mittelmeer 2009 e.V. bekomme ich viele tragische persönliche Geschichten zu hören. Ich kann gut nachvollziehen, wenn sich die meisten Menschen davor scheuen, solche schrecklichen Geschichten zu hören. Diese und viele andere Tragödien hätten verhindert werden können, hätten die italienische, maltesische bzw. die EU-Politik die Rettung zugelassen. Die zumeist jungen Flüchtlinge vom 3. Oktober 2013, unter denen sowohl kleine Kinder als auch schwangere Frauen waren und die aus politischen, religiösen, ethnischen oder anderen Gründen verfolgt gewesen waren, fanden ein paar hundert Meter vor der Insel Lampedusa entfernt einen qualvollen Tod. Der 3. Oktober 2013 ist leider nicht der erste Vorfall. Bei dem schutzsuchenden Menschen in Europas Außengrenzen, bei dem schutzsuchenden Menschen in aus Europas Außengrenzen dem Tode überlassen werden. Ich frage, warum haben diese Flüchtlinge ihr Leben riskiert?
Diese Menschen kommen zum Beispiel aus Syrien. Sie wollen den Versuch unternehmen, von einem nicht enden wollenden Krieg und Elend zu fliehen. Und es sind zum Beispiel Menschen aus Eritrea. Sie fliehen von der Unfreiheit ihres Landes, die ihnen das Leben unmöglich macht. Dazu kommt, dass Menschenhändler sie entführen und auf den Sinai verschleppen, wo sie brutal gefoltert werden, oft zum Tod, um Lösegeld von ihren Verwandten zu erpressen. Diese Gräueltaten gehen unvermindert weiter und die Täter werden nicht mal zur Rechenschaft gezogen und bestraft, obwohl bekannt ist, was dort geschieht. Wieder einmal mehr sieht die Welt weg und ignoriert diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Andere werden Ägypten von Sicherheitskräften wie Kriminelle behandelt. Der einzige Weg, der ihnen bleibt, ist also zu versuchen, über das Mittelmeer Europa zu erreichen, was leider sehr oft mit dem Tod endet. Flüchtlinge auch aus vielen anderen Ländern, die ich jetzt nicht genannt habe, haben Ähnliches erlebt und erlitten. Die nächste Frage: Wie leben die Asylsuchenden, die es bis das sogenannte Freie Europa schaffen? Wir wollen nicht nur von den Toten vor Europas Außengrenzen sprechen, sondern wir müssen uns über die Überlebenden Gedanken machen, die hier angekommen sind und die sich in einigen europäischen Ländern wie Gefangene behandelt werden. Wie geht denn ihr Leben hier weiter? Keine soziale Unterstützung, Arbeitsverbot, Obdachlosigkeit, keine Sprachkurse. All das gibt es in einigen europäischen Ländern. Aber auch in Deutschland ist nicht alles in Ordnung. Das Dublin-System führt zu gravierenden Menschenrechtsverletzungen. Flüchtlinge, die zum Beispiel über Italien, Ungarn oder Polen in die EU eingereist sind, werden aus Deutschland ohne Rücksicht dorthin zurückgeschickt. Und was ich für das Schlimmste halte, sie werden mit den Erlebnissen, wegen derer sie aus ihrer Heimat geflohen sind, und mit ihren Fluchterlebnissen im Stich gelassen. Viele leiden Depressionen und nicht wenige sind suizidgefährdet. Liebe Friedensfreundinnen und liebe Friedensfreunde, auch das kann Ihre und unsere Friedensarbeit sein. Kontakte zu den Flüchtlingen suchen, sich ihre Geschichte und Gedanken anhören, ihnen unser normales Leben und unser Denken nahebringen und ihnen beim ersten Schritt helfen, sie ermutigen, eigenständig und selbstbewusst zu berichten, zu bitten und zu verlangen, dass sie wirklich bei uns aufgenommen werden und nicht nur geduldet. Würde man den Asylsuchenden die Möglichkeit geben, ihr Potenzial, ihre Intelligenz, ihre Kräfte und ihre Ideen hier einzusetzen, dann wären sie, und das ist meine feste Überzeugung, eine Bereicherung für Europa. Man sollte ihnen nicht mit Misstrauen und Unmut begegnen. Denn sie sind hierher gekommen, weil sie in Frieden und Freiheit leben wollen, was ihnen zu Hause verweigert wird. Wir müssen uns dagegen wehren, wenn die Menschenrechte im Ausland und in der Bundesrepublik mit Füßen getreten werden. Wir müssen Nein sagen können, wenn vor unseren Türen schutzsuchende Menschen zum Tode oder zu einem Leben im Elend verurteilt werden, wenn sie bei uns um Asyl bitten wollen. Flüchtlinge, ich habe das vorher schon einmal gesagt, sind gefährdet und nicht gefährlich. Und was wir brauchen sind
nicht Kriegsschiffe, sondern Friedensschiffe im Mittelmeer. Lassen Sie uns also weiterkämpfen für Frieden und gegen den Krieg. Herzlichen Dank und schöne Osterfeiertage. Herzlichen Dank, Gergisho Johannes, für diesen Beitrag. Wir werden jetzt etwas Musik hören, und zwar von Antonis Polemitis und Christina Kitsakis. Ich bitte euch, auf die Bühne zu kommen.